Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und jo, willkommen zurück hier auf der NF Marsch. Und jo, es geht ganz gemütlich und entspannt hier weiter. Ja, ruckel, ruckel. Kann natürlich hier und da immer noch mal so ein bisschen ruckeln, klar. So. Ich habe mir jetzt auch gerade, oder beziehungsweise ist mir jetzt nicht aufgefallen, ist mir eigentlich auch schon in der Südemann aufgefallen. Ja, wie nennt der sich denn jetzt? Ist es auch wieder so eine Sache, ne? Wenn ich da jetzt nachsuchen wollen würde, wüsste ich jetzt auch nicht mal so ganz genau, wonach ich suchen soll, weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht einen Namen dafür. Dass der Drescher, wenn er voll ist, dass er stehen bleibt. Es hat irgendwie auch einen Namen. Ich komme da jetzt aber auch nicht drauf, wie er heißt. Also der fehlt mir hier noch. Den habe ich jetzt noch nicht wieder drauf. Na guck, das war das hier. Ich habe mich gerade nämlich gewundert, warum auf einmal Unkraut hier auf dem Feld war in der Pause. Da drüben hier ist das andere feldreif und dann hatten wir jetzt wohl eine Wachstumsstufe, ja. Ja gut. Okay, machen wir das. Achso, ach, mir fällt jetzt gerade auch auf. Ach, den habe ich jetzt vergessen. Kann ich das jetzt eigentlich auch hier so? Ach, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich sehen, ne? Ja. Ich habe das vergessen mit einzufügen. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, ob wir das sehen können. Halt. So, machen wir das mal so. So. Ziehen den runter. Oh, jetzt ist er weg. Das ist jetzt wieder so eine Sache. Wo muss es jetzt hin? Muss es, ach, da muss es hin, ne? Okay. Ich will jetzt nicht sagen, das ist mir wichtig, dass das da oben steht, aber man weiß ja nie. Ja. Ja. Okay. Ja gut, dann wenn wir gleich noch darüber fahren auf das andere Feld, dann dreschen wir das auch noch eben ab. Aber dann müssen wir uns aber auch um sehr viel Felder nachher kümmern hier, ne? Ich weiß gar nicht, die 1. Ne, die 1 ist was drauf, okay. Auf der 5 auch. Was natürlich jetzt gelitten hat, ist die 5. Da ist jetzt nichts mehr drauf, da habe ich jetzt um den Kuhstall um zu Gras gesät. Oder, ne, das, sag schnell, das Gras hingemalt, könnte man sagen, so. Ja, und die 7 und die 3, die wir ja nun auch noch gekauft hatten, ja, die müssen ja auch noch behandelt werden, könnte man sagen. Den Inspektor muss ich auch noch einstellen. Sehe ich gerade.
Was ich im Moment gerade auch echt ein bisschen sehr traurig finde, könnte man echt sagen. Ja, bin ich echt traurig. Ich habe. Ich will nicht sagen, hier eine neue Wohnung gefunden. Das habe ich jetzt. Kann ich jetzt so nicht sagen. Also, ich habe eine Anzeige gefunden, tatsächlich. Habe darauf reagiert. Erstmal sowieso war eine Telefonnummer dabei und gut, rufst du gleich mal an, wa? Und dann kam natürlich eine, ne, so ein netter Kontakt, aber sagte, nee, wir machen das per Telefon, machen wir das nicht. Dann müssen Sie das eben leider per E-Mail machen. Okay. Habe ich auch gemacht. Also ich warte jetzt tatsächlich schon. Ja, man könnte eigentlich schon sagen, mehr als 7 Tage, ja. Ich meine, die haben zwar reagiert, wollten noch ein paar Daten haben, habt ihnen das rüber geschickt, ne, so ein paar Eckdaten, wie jetzt, ne, verheiratet und Kinder, Haustiere und sonstiges, ne? Ist ja auch in Ordnung. Aber keine weitere Reaktion. Das bin ich ein bisschen traurig. Aber ich gehe da jetzt auch mal. Also ich bin da sowieso auch rangegangen und habe gesagt, das wird wahrscheinlich eh nichts. Weil hier definitiv in dieser Wohnung bleibe ich nicht. Also das habe ich meinen Vermieter auch schon gesagt. Das mit denen über mir, das funktioniert so nicht. Das hier mache ich nicht mehr mit. Also ich habe mich jetzt hier tatsächlich auch. Es hört sich ja eigentlich im Sinne, wenn man das sich so anhört, hört sich vielleicht ein bisschen witzig an. Okay, gebe ich auch zu. Ich habe hier ja nun in meiner jetzigen Wohnung, die ich jetzt habe, im vorderen Bereich, in meinem Eingangsbereich, so einen kleinen Abstellraum, könnte man sagen. Es ist nicht ein direktes Zimmer, aber es, ja, es ist ein Abstellraum. Der ist, ist genauso wie jetzt, ne, der Eingangsbereich, wenn man so möchte. Ne, Toilette und, ne, eben dieser kleine Raum, der da noch ist. Es ist ein Anbau. Alles gut und schön. Ich habe tatsächlich mein großes Schlafzimmer, was ich jetzt hatte, ja, hatte, habe ich jetzt tatsächlich aufgegeben und habe tatsächlich mein Bett in dieses kleine Zimmer gestellt, damit ich erstmal, damit ich nachts schlafen kann und damit ich morgens um ne, 6 oder 7 Uhr nicht ständig geweckt werde von den Kindern. Weil da gab es auch schon so eine ganz. Ich will das jetzt nicht erzählen, weil, ne, es ist jetzt nicht so unbedingt jetzt das hier, ne, wichtig, will ich jetzt nicht sagen, aber eine kleine Auseinandersetzung könnte man sagen. Und nee, also bei aller Liebe nicht. Ich habe meinen Vermieter das auch wirklich unterbreitet und habe gesagt, so geht das hier nicht weiter. Weil hier, das lasse ich echt nicht mehr mit mir machen. Also. Und da bin ich, hat es echt gut gepasst, dass ich die Anzeige gefunden habe mit einer neuen Wohnung. Weil dann werde ich auch, würde ich auch tatsächlich hier sofort alles abreißen und die Wohnung hier verlassen. Also die Kündigungsfrist, die könnte sich dann in die Haare schmieren. Weil rein theoretisch, ich habe mich zwar jetzt noch nicht genau rechtlich abgesichert, aber müsste das eigentlich so sein, dass aus diesem Lärm und diesem Krach, der vermeidbar wäre, müsste ich das eigentlich hinkriegen, dass ich die Wohnung hier vorzeitig räumen kann.
Ich habe jetzt tatsächlich letzte Nacht, die erste Nacht, wirklich in ne, meinem neuen Schlafzimmer verbracht. Also, was ich da echt ein bisschen ätzend finde, weil es ein Anbau ist. Ich muss echt sagen, es ist mir so ja noch nie aufgefallen, weil man hält sich oder da ja nicht wirklich auf. Das ist tatsächlich kalt da drin, muss man echt sagen. Also ich sag mal, das Schlafzimmer, was ich ja nun vorher hatte, was jetzt meine Abstell- oder mein Abstellraum ist, tatsächlich. Unfassbar eigentlich. Also ich habe tatsächlich meinen Kleiderschrank und sowas steht alles noch da drin. Den habe ich jetzt nicht mit umgeziehen. Das hätte gar nicht gepasst, weil es passt wirklich nur in diesen kleinen Raum mein Bett rein und mein Nachtschrank und das. Ich musste sogar tatsächlich die Tür rausnehmen und hier einen Vorhang vormachen. Also ich hatte noch eine alte Decke, habe da jetzt einen Vorhang vor, damit überhaupt irgendwas an Tür drin ist. Aber hier, das würde sonst nicht funktionieren. Aber ich sag mal, ich werde das erstmal in Kauf nehmen, weil ich sage ja, ich kann in meiner Stube hier nicht sitzen, beziehungsweise, ne, ich kann auch nicht in meiner Stube, sag ich mal, schlafen, weil die beiden Zimmer da oben über mir, in meiner Stube zum Beispiel ist das Kinderzimmer oben drüber und in meinem Schlafzimmer ist denn das Schlafzimmer von denen über mir, also. Ist ja gut, in dem Anbau, man hört zwar auch was, aber wesentlich weniger. Also davon werde ich tatsächlich nicht geweckt. Also ich bin heute Morgen tatsächlich nicht geweckt worden. Also es hat so seinen Vorteil, dass ich das umgebaut habe, sagen wir mal so. Aber es ist ja eigentlich trotzdem kacke, oder? Man muss echt ne, quasi hier umziehen, sozusagen. Nee, also. Das ist alles nicht so einfach. Aber ich sag mal auch, es ist ja nicht ganz so einfach, was Passendes an Wohnung wiederzufinden. Erstmal A in der Region, wo man gerade wohnt, weil es gibt weiter weg genug Wohnungen, aber dann kommt nachher in dem Sinne, naja, gar keiner mehr, weil die müssen die alle so weit fahren. Und man selber muss dann ja auch so weit fahren, wenn man mal irgendwo hin möchte, zu Freunden oder so. Naja, ist nichts anders als hier in der nächstgrößeren Stadt, könnte man sagen, die wir hier haben. Da gibt es auch Wohnungen wie Sand am Meer. Auch, sag ich mal, bezahlbar, also wesentlich günstiger als was ich hier habe. Ist alles gut und schön. Die Wohnungen sehen auch schön aus. Der Nachteil ist, bei den meisten Wohnungen ist keine Küche drin, das heißt, müsst ihr nur noch eine Küche kaufen. Aber das ist an manchen Stellen in, ne, in der Stadt meistens so, dass du dein Auto irgendwo Gott weiß wo parken musst. Und dann hier am besten brauchst, oder du müsstest dann am besten bald hier ein Taxi haben, damit du hier zu deiner Wohnung kommst oder so. Das, also das weiß ich nicht. Das
Ist nicht so meins. Ich sag mal, ich bin kein Stadtmensch, absolut gar nicht. Ich sag mal auch so, im Großen und Ganzen macht es mir auch nichts aus, in eine Wohnung zu wohnen, wo ich jetzt oben wohnen muss, also eine Etage höher, gar kein Problem. Nur jetzt, ich sag mal, bei mir in der nächstgrößeren Stadt hier bei mir, da sind dann Wohnungen so, ne, dritte, vierte Etage. Und wenn ich dir überlege, du kaufst dir Getränke, musst Getränke, sag ich mal, für, ne, ein, zwei Wochen kaufen. Also ich habe es jetzt hier ja einfacher. Mach die Wohnungstür auf und mein Auto steht vor der Tür. Und wenn ich mir denn überlege, du wohnst in der Stadt, wie willst du deine Einkäufe nach Hause kriegen? Also, ich meine, gut, in der Stadt kannst du auch sagen, gut, ich, ne, geh den morgen los, hol mir das und geh morgen, übermorgen, kauf mir denn das. Aber hier, nee, also da habe ich keinen Bock drauf. So. Weil ich sag mal, ich habe mir das. Eigentlich habe ich mir das so eine. Gibt zwar auch mal Ausnahmen, vergesse ich auch noch mal was einzukaufen, aber. Aber im Grunde genommen, ne, kaufe ich ein und habe im Endeffekt eigentlich so eine Woche, 14 Tage Ruhe. So. Aber genug gesabbelt, wir machen jetzt Deckel drauf. Wir machen morgen, oder? Dann sage ich wieder danke fürs Zugucken. Und dann, jo, haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.